Ich habe einen Film gefunden, der einen minimalen Teil des Leides der palästinensischen Bevölkerung zeigt. Sie werden erniedrigt, gedemütigt und immer weiter zurückgedrängt. Es gibt keinen Kommentar dazu, nur eine lange Beschreibung in englischer Sprache, die ich zum Teil übersetzt habe. Israelische Besatzungstruppen rücken mit Caterpillars an und palästinensische Gebäude und Zisternen in Dörfern von Al-Dairat und Jawaia im südlichen Teil der besetzten Westbank bei Hebron am Dienstag zu zerstören. Das war der 6.11.2012. Das ist ein Gebiet intensiver israelischer Siedlungstätigkeit in der Westbank, wo nicht nur Häuser, sondern auch Dörfer wie Susia von den Besatzungstruppen völlig zerstört wurden. Die Videoaufnahme zeigt Bulldozer begleitet von den israelischen Besatzungstruppen, die sie beschützen. Wie man sieht, ist ein zweistöckiges Haus zerstört worden, sowie eine Regenwasserzisterne. Dementsprechend groß ist die Verzweiflung der Dorfbewohner. Die Caterpillar sind unter Zeitdruck gekommen wegen der Mittäterschaft der israelischen Menschenrechtsverletzungen. Denn von Menschlichkeit kann hier wohl nicht die Rede sein, glaube ich. Im Jahr 2011 wurden von Israel mehr als 1100 Palästinenser, die Hälfte davon Kinder laut UNO, das ist ein Plus von 80% im Vergleich zum Vorjahr, durch Abrisse verdrängt. Alles geschah im besetzten Westjordanland. In der sogenannten Area C, das sind 60% der Westbank unter voller israelischer Kontrolle, ohne Bedeutung für die palästinensische Autonomiebehörde, gab es 3000 Abrissbefehle, davon 18 Schulen. Das ist der Stand vom Juli 2011. Das Video hier beschreibt die Geschehnisse der neuesten Abrisse. Um 6.45 Uhr kamen die Bulldozer begleitet von 4 Grenzpolizeijeeps und einem Armeefahrzeug. Zuerst wurde das 2-Etagen-Haus abgerissen, das noch im Bau war. Um 9 Uhr hatten sie es eilig und fuhren fort, und zwar in das Dorf Jawaia, wo ein Haus abgerissen wurde und ein Wasserbehälter zerstört, der zum Sammeln von Regenwasser verwendet wurde. In Südhebron ist die Wasserversorgung besonders kritisch und nicht nur da, wie man sich auskennt, sondern in der kompletten Westbank. Die beiden palästinensischen Dörfer befinden sich im Bereich C unter israelischer, militärischer und ziviler Verwaltung. Laut OCHA, ein UNO-Büro für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in den besetzten palästinensischen Gebieten, ist der Bau für Palästinenser in etwa 70% der Fläche C verboten, während es in den restlichen 30% eine Reihe von Einschränkungen gibt, die Möglichkeit der Erlangung einer Baugenehmigung erschweren. Das heißt, nicht einmal im eigenen Land dürfen sie bauen, wohin sie wollen und wann sie wollen und was sie wollen. Die Politik von den israelischen Behörden im Bereich C schränkt die Möglichkeit, den Zugang zu grundlegenden Bedürfnissen für die Bewohner ein und verhindert dadurch die Entwicklung der palästinensischen Gemeinschaften. In manchen Gemeinden sind Familien gezwungen, infolge der israelischen Politik vom Bereich C wegzuziehen. Aber bitte sehr, wohin? Wohin? Es gibt überall schon Flüchtlingslager in der ganzen Westbank, in Jordanien, in Syrien, in Jemen und ich weiß nicht wo sonst noch. In meinen Augen ist das reinste Zermürbungstaktik der Israelis sowie eine weitere Inbesitznahme von Ländereien, um sich zu vergrößern.